Gibt auf Steam Legion TD. Steam Legion what? Was? Ich wusste nur gerade nicht, wovon du sprichst, weil ich akustisch auch einfach nur die Hälfte verstanden habe. Ach so, auf Steam gibt es wohl Legion TD. Ah, okay. So, was ich gerade erfahren habe. Das hat mich etwas verwundert, weil ich das ja immer nur von Warcraft 3 und StarCraft kenne. Ich mach mal fix eine Map auf, die gedroppt ist, dann ist die durch. Die haben wir auch noch nicht. Ja gut. Ja, okay, kann ich aber tatsächlich. Versuch's doch. Ja. Nee, das geht nicht. Ja, schade. Okay, warte. Das ist nicht dein Map-Device. Ja, bedauerlich. Dann schmeiß die einfach irgendwann rein. Muss nicht die nächste sein. Und Sprachausgabe deaktiviert, also als Antwort auf den Chat, finde ich insofern okay, dass ich mich ja nebenbei mit Leuten im Discord unterhalte, wenn er das Spiel noch dazwischen quatscht, macht es einfach unnötig Audiobrei da draus. Aber ich möchte prinzipiell irgendwann mal einen reinen Lore-Run machen, also wo ich mir halt auch die ganzen rumliegenden Texte mal reinziehe, weil ich halt prinzipiell von der Lore sehr wenig Ahnung habe. Ja, so, bei der. Bei PoE ist das so. Hast du heute gemacht, ist dämlich. Finde ich schön. Aber du wolltest gerade irgendwas sagen. Ach so, was bei PoE ist. So, von der Story her. Keine Ahnung, ich bin die halt schon so 100 Mal gelaufen, gefühlt. Und ich habe immer noch nicht wirklich Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist von YouTube-Videos, wo es halt mal so zusammengefasst worden ist, so in etwa, was da so passiert ist. Aber mehr musst du halt eigentlich auch nicht wissen. Das ist halt so, keine Ahnung. Ja. Nein, ich würde es einfach prinzipiell rein aus Interesse gerne mal machen. Das ist halt fürs Gameplay nicht wichtig, ist es mir schon klar. Okay, wenn halt manche Story-Fragmente halt nur so at random spawnen und man halt nicht alles zusammenkriegt, ist halt so meh. Aber ich würde zumindest einfach auch die ganzen Quest-Texte mir, also zumindest von der Main-Storyline, irgendwie mal ganz gerne anhören, weil ich halt prinzipiell null Ahnung habe, was passiert. Und ich, auch wenn, also bei Diablo 3 die Story war halt eher so blabla, aber bei Diablo 2, gerade weil an sich die Story. Die war halt super stark. Ja, die Story an sich ist gar nicht so stark, aber ich finde, was an Lore irgendwie so vage drumrum ist, macht halt irgendwie eine sehr coole Welt draus, auch wenn da halt gar nicht viel Genaues drüber erzählt wird. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich hier auch einfach ein bisschen mehr Feeling für die Spielwelt einfach kriege. Weißt du, dass ich mich da irgendwie ein bisschen mehr reinversetzen kann oder sagen kann, okay, das finde ich cool oder okay, finde ich doof. Ein bisschen besser damit identifizieren quasi. Ja, quasi. Ein Anime zu Path of Exile, das wär's. Aber das hätte glaube ich echt Potenzial, wenn da Leute rumspringen würden, die dann alles wegkloppen würden. Ich würde es mir wahrscheinlich angucken. Nein. Ich auf jeden Fall. Dann Leute retten, in Städten irgendwie rumpimmeln. Gott, die Spoiler im Chat. Dass der Shaper Sanas Vater ist, wusste ich sogar schon. No. Und dass der eigentlich sogar super lieb ist. Nur halt komplett kraus im Kopf. Ah, passiert. Irgendwas macht jetzt ja. So viel Schaden für meinen Geschmack. Ich werde jetzt 20 Jahre auch nicht viel anders sein, denke ich. Außer, dass du vielleicht nicht mit irgendwie dich irgendwelchen Tentakelmonstern abgibst.
Es sei denn, du stößt zufällig noch auf das Necronomicon und... Keine Ahnung. Die Abyss lassen wir, oder? Das Ding ist schon gezündet. Ja gut, dann hinterher. Gib gut XP. Vielleicht geht ja zur Abwechslung auch tatsächlich mal ein Portal auf. Nee, die Sache ist schon gegessen. Wieso, muss das direkt beim ersten Mal passieren, oder wie? Ja. Okay. Ich hab das bislang nur einmal gehabt. Wie? Nur einmal? Okay. Ja. Aber ich habe halt auch... Also, du denn? Ich habe halt ernsthaft seit Mitte März oder so erst wieder gespielt, davor 2 Jahre lang gar nicht. Und seit Mitte März jetzt auch nicht absurd viel. Gut, aber die sind halt schon allgegenwärtig, diese Risse, sag ich jetzt mal. Das stimmt. Das ist ja quasi immer. Also ich habe da bestimmt auch 100 von gemacht, würde ich schätzen, insgesamt. Aber tatsächlich ist bislang nur einmal ein Portal aufgegangen. Also ich habe dieses Season schon 3 Lichts weggeklatscht. Okay, nee, ich tatsächlich erst einen. Ach, du hast dann direkt auch ein Licht, oder was? Sind das... Also... Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass die immer da sind, kann mich jetzt aber auch getäuscht haben. Nee, es ist so, du hast... Für gewöhnlich hast du da so einen Pillar stehen, der alles beschwört. Okay. Weil manchmal hast du auch einen Boss, musst dann einen Pillar besiegen, dann nochmal zum Boss, dann wieder zum Pillar und so weiter quasi. Ich meine ja. Weil dann, wenn du wirklich nur einmal so ein Ding hattest und da war ein Licht, dann warst du schon sehr, sehr lucky, weil die Chance ist irgendwie 1 zu 50, sag ich jetzt mal. Okay, dann hatte ich echt Glück. Ja. So oft kommen die nicht. Kriegt man diese Stygian Weiß Gürtel standardmäßig oder nur bei den... Die kriegt man nur noch in diesem Abyss. Ja, nee, also das meine ich. Also kriegt man die da standardmäßig, wenn man da einmal drin ist oder nur wenn so ein Licht spawnt? Ja, die kriegt man immer. Die Lichts haben einfach nur die Legendaries, die kriegst du nicht anders. Die kriegst du nur die Lichts. Okay. Und die haben auch immer eins. Pira, achso, warte mal. Ach Gott, so viele Fenster offen. Kannst du das gebrauchen? Okay. Vendor Time. Warum bin ich denn hier wieder reingegangen? Irgendwie bin ich davon ausgegangen, es wäre schon eine neue Map offen. Ich bin einfach hart verstrahlt. Ich habe die Pira gerade ein bisschen abgelenkt. Bin ich schuld. Ach ja. Mir gerade ein bisschen Kurenz gegeben. Ach so. Dass sie vielleicht dieses Season noch ein bisschen was erreicht. Du willst Splinter haben? Ja, muss ich mal gucken, ob ich welche habe. So ein paar habe ich. Ein paar kann ich dir auch geben, weil dann mache ich garantiert auch nichts mehr mit. Wo habe ich denn jetzt mal im Inventar? Was jetzt schon? Kannst du hier auch noch haben? Trade mich einfach mal an, wenn du soweit bist. Ah, da. Die habe ich nicht gesehen.
Also wenn du genug hast, könnten wir gerne Xorf versuchen. Oder Ash. Ich habe da tatsächlich noch nie was von gemacht und habe da keine Ahnung von. Welche denn? Pull möchte ich eigentlich nicht machen. Xoff kannst du gern schmeißen. Geht auch übers Map-Device oder wie läuft das? Ja. Okay. Ja, blöde Frage. Eigentlich geht alles übers Map-Device, oder? Achso, ja, dann machen wir doch das Atoll erstmal fertig und machen das danach. Wie viel Zeit kann man da so einplanen? Also wie lange dauert das, wenn man halbwegs akzeptabel durchkommt? Nicht lange, 2 Minuten. Ja, okay. Also kommt man noch den Boss halt noch so, keine Ahnung. Gut. Er hätte ja auch sagen können, sein können, dass du jetzt sagst, da musst du schon mal 20 Minuten einplanen. Nein, nein, das ist jetzt keine große Sache. Okay. Droppt halt nur übermäßig viel und du musst halt da durchrennen quasi. Also ist zeitlich begrenzt oder wie? Hier ist es übrigens quasi wie ein großes Breach. Okay, hier ist noch. Hast du am Anfang auch so eine Hand und dann oben eine Zeit. Ah, okay. Hier ist übrigens noch eine Pirandos-Kiste, falls ihr ihn mitnehmen wollt. Na gut. Aber wenn du halt die Zeit nicht schaffst, dann ist halt zu Ende, ne? Ah, okay. Dann kommst du bis doch ganz hinten hin und dann ist vorbei. Oh, immerhin nochmal ein Chaos gedroppt. Rich. Mama, Mama, hol die Kamera. Und hier gibt's Trials, offensichtlich. Fällt mir gerade so auf. Wieso gibt's hier denn Trials? Hast du irgendwo eins gesehen, oder was? Nee, aber rechts steht Solve the Trials of Ascendancy. Da steht das standardmäßig da. Ich dachte, das steht nur da, wenn da wirklich welche sind. Auf der Ebene. Habe ich noch nie drauf geachtet. Zumindest ist es in der Story so. Aber kann auch sein, dass es immer da steht. Das kann, und ja, das stimmt. Dann gibt's hier echt eins. Oder ich bin einfach verstrahlt und es steht immer da. Kein Mana-Rack. Viel Spaß. Nee, aber du hast, glaube ich, vollkommen recht. Muss er genau auf mich springen. Weil er es kann. Hast ihm dazu die Möglichkeit gelassen? Ja, wahrscheinlich war das Problem. Ja. Möchtest du eigentlich nächstes Ding dann wieder mit einer Gruppe anfangen, oder? Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Also vielleicht eher so, dass ich Story alleine durchhaue und dann, dass man Maps eher mal mit verschiedenen Leuten macht, weil das auch dann irgendwie einfacher zu organisieren ist. Oder man eher sagen kann, okay, wer jetzt halt heute Abend Zeit hat, kann gerne mal eine Runde mitlaufen. Ja. Weil mit meinen Arbeitszeiten ist das halt eh nicht so easy. Das stimmt. Und es war den Monat auch einfach echt ungünstig, weil wir sind halt zu dritt und es ist halt jeweils ein Kollege im Urlaub den ganzen Monat. Oder zumindest 28 von 31 Tagen. Deswegen habe ich halt auch nicht so wahnsinnig viel Zeit gehabt zum Zocken, sonst wäre das halt auch noch wahrscheinlich ein bisschen häufiger gewesen. Aber das könnte nächsten Monat tendenziell wieder entspannt werden, abgesehen davon, dass ich direkt zum Ligastart nicht, also direkt das Wochenende wahrscheinlich raus bin. Na gut. Also vielleicht kann ich Freitagabend noch kurz anfangen mit der Story, aber ich bin dann auf jeden Fall Samstag komplett raus bis Sonntagabend mindestens.
Oh. Ich halt auf einer Hochzeit bin als Trauzeuge und da dann halt anderweitig verpflichtet bin. Ja, da kannst du dann nicht nebenbei zocken, das funktioniert nicht. Nee, habe ich dann ehrlich gesagt auch gar nicht so den Bedarf zu. Ja. So, haben wir jetzt den Boss gemacht? Ne, den haben wir wahrscheinlich stehen lassen, richtig? Ja, dann müssten wir, glaube ich, auch mal eher so hier lang. Sicher? Zumindest, da hinten ist zumindest ein Portal. Achso, da hinten, I see. Ich durfte es gerade nicht mehr auf dem Schirm, aber... Tendenziell noch irgendwo ein Sockel hier. Ah, nein, jetzt bin ich aus Versehen in den Hideout gegangen. Shit. Also, wenn du jemand Kompetentes brauchst, kannst du dich ja gerne auch bei mir melden. Oder ich melde mich bei dir, keine Ahnung. Also, wenn du wen Kompetentes brauchst, solltest du dich auf jeden Fall nicht bei mir melden. Nee, aber können wir gerne mal schauen. Auf jeden Fall. Keine Ahnung, wenn ich auch mal wirklich Bock hab anzufangen und wirklich zu spielen. Das war jetzt eher nur halbherzig. Ja, schon allein, nicht so viel erreicht. Schon allein dadurch, dass es halt auch von vornherein irgendwie auf knapp 4 Wochen begrenzt war. Oder auf rund 4 Wochen. Das war ja eher nicht das Problem, aber eher das Problem, dass die Best Navy League einen so putt gemacht hat, sage ich jetzt mal, was hier angeht. Weil die haben damit halt wirklich einen Bock geschossen, ne? Ja, geht. Also ich meine, sie können halt auch mal eine Crap-Liga zwischendrin haben. Ist halt schade, aber ich fand es nicht so hochdramatisch. Also wäre halt klar motivierender gewesen, wenn die Gameplay-Mechanik irgendwie cooler gewesen wäre von der Liga. Keine Frage. Ja. Aber ich fand es insofern okay, dadurch, dass ich ja quasi nach 2 Jahren erst wieder eingestiegen bin und eh relativ viel neuen Stuff hatte, mit dem ich mich erstmal auseinandersetzen musste, war mir die Liga dann gar nicht so wichtig. Cool, also mein Problem war halt so, dass die Biester auch einfach genervt hat. Also wenn man die hätte stehen lassen können, also wenn das, keine Ahnung, wie zum Beispiel Essenz oder so, die kannst du einfach stehen lassen, wenn die nicht gefallen. Aber diese Biester nerven dich einfach und die kriegst du auch teilweise nicht tot. Ja, die Roten auf jeden Fall. So, wenn wir jetzt da reinlaufen, dann ist Alarm, ja? Dicke Party, ja. Okay. Also von mir aus können wir. Gut. Wir wollen auch nur hier in die Richtung, denke ich. Dann müssen wir einfach quasi mitlaufen mit der Map. Ah, okay, wir kriegen Zeit dazu, wenn wir Monster killen, ja? Okay. Ja, richtig. Dass er gerade sehr knapp aussieht. Normalerweise hat man noch immer ein paar Minuten am Ende übrig. Wenn man da wirklich durchkommt. Naja, wir haben am Anfang halt ein bisschen Zeit verloren. Hm. Ah, da. Ja, ich glaube, dafür haben wir auch einfach nicht genug Killspeed. Aber sieht doch okay aus. Also ein paar Minuten werden wir auf jeden Fall nicht überhaben. Normales Szenario hier ist eigentlich, dass man direkt liegt am Rand steht und die beim Spawn killt. Weil die einfach nicht so wirklich stark sind, aber... Ich glaube, mein Bild gibt das doch einfach nicht her. Ja, und ich bin mit dauernd Tod ins Nachcasten, bis die anfangen anzugreifen, einfach auch nicht der Schnellste. Placement Speed bei Totems ist auch sehr geil. Ja. Hab ich festgestellt. Das ist schon macht angenehm. Tatsächlich was aus. Obwohl die wirklich ein bisschen brauchen, das halt so ein bisschen.
Und jetzt haben wir schon 45 Sekunden, ist eigentlich schon ziemlich safe. Ja. Also es sei denn, wir kriegen halt hinten voll aufs Maul, das ist dann was anderes, aber. Ja, wenn jetzt jemand stirbt, der von uns essentiell ist. Wäre natürlich jetzt nicht das Angenehmste, aber. Gott, wie lang ist denn das? Ich dachte irgendwie, das wäre kürzer. Ja. Ist das hier auch so, wenn du stirbst, bist du raus oder kannst du dann prinzipiell nachjoinen, solange du noch Leute dabei sind? Du kannst quasi wieder reingehen. Okay. Obwohl, wenn du hier schon beim Hingehen stirbst, ist halt der Boss dann schwierig, ne? Ja, gut, klar. Übrigens, der Boss, der spawnt so kleine Mini-Pillar. Wenn du da drüber gehst, ist halt wie so ein kleines Breach. Okay, das heißt, das idealerweise nicht machen? Eher weniger da reinzulaufen. Okay. Natürlich. Dann ist es nicht mehr so einfach, das nicht zu tun. Dann ist halt auch okay, aber... Man muss es halt nicht irgendwie sinnlos machen, sondern halt schon ein bisschen drauf achten. Alles klar. Zertrügern oder so. Obwohl die nicht besonders stark sind, aber... Hm. Muss halt nicht sein. Okay, jetzt ist der Counter weg. Das heißt, wir haben genug gekillt. Schnell genug, oder wie? Das heißt, das Ding ist am Ende. Die Map ist quasi komplett... im Breach eingehüllt. Okay. Das heißt, wir müssen uns jetzt aber auch nicht mehr beeilen. Nein, nein. Okay. Das nimmt ja schon mal ein bisschen die Hektik raus. Gott. Unique Party. Alter, das war gerade ein bisschen der Stöpsel, ne? Und hier sehen wir die Arena. Achso, da gehen wir jetzt rein, ja? Ja. Okay. Kriegt auch einigermaßen aufs Maul, das geht. Hat er noch verschiedene Phasen und packt gleich nochmal einen aus oder bleibt er so? Der macht halt das, nehmen wir halt nicht. Okay. Wie hat der Dicke gestorben? Wow! Ja. Ja, die Feuersäulen sind nicht so lustig. Nee, die sind in der Tat nicht so lustig. Ja, lol. Wow. Ja, okay, ich sterbe halt beim Cast. Aber Hannah müsste das jetzt haben. Ich alles Zeug. Ja, ich bin prinzipiell auch noch drin. Ja, und er ist down. Wow, was für ein Drop. Ja, muss man Glück haben. Blessing ist wahrscheinlich auch nicht gedroppt. Nee. Schade eigentlich. Ist nicht short allocated? Kann sein, dass davon ein bisschen was für den Aufmacher halt da ist. Okay, weil hier liegt halt noch ein Unique, aber das scheint scheinbar uninteressant zu sein. Okay. Kannst du auf jeden Fall mitnehmen, weil das dann Breach Unique. Ja, nee, kann ich nämlich nicht. Wenn du... Das war das Problem. Ja, dann muss Hannah das mitnehmen. Aber sah auch eher wie ein Low-Level-Bogen aus. Also von daher. Ja, aber das ist komplett Wumpe, weil du kannst den abgeben beim Vendor und kriegst dafür Winters. Oh, okay. Das macht auf jeden Fall Sinn. Okay. Das ist, glaube ich, bei allen Sachen, die Xorf und sowas im Namen haben, so, dass du es einfach abgeben kannst für ein paar, also so zwei, drei Splinter kriegst. Okay, dann laufen wir hier gerade noch mal kurz ab und nehmen noch ein bisschen Müll mit. Ja, das können wir auf jeden Fall tun. Macht Sinn. Er liegt auf jeden Fall auf auch noch tonnenweise Currency auf dem Boden, zumindest Low Level. Aus einer Songbox Valley of the Beast und ein Exalted Orb. Lol. Was zur Hölle?
Aber wenn man halt am Ende so T15 und so laufen kann, dann sind diese Breaches auch komplett lächerlich. Ja, okay, glaube ich. Nur am Anfang sind die sehr gut, weil du da so gut viel XP kriegst. Wenn du mal auf die Modifier guckst, kriegst du, glaube ich, 150% mehr XP. 100 sind es tatsächlich nur, aber trotzdem. Aber halt schon mehr. Ja. Auf jeden Fall okay. Bin zwar jetzt zweimal gestorben, was das Ganze wieder negiert, aber. Ja. Hast du nicht gesagt, wenn ich die Dinger verkaufe, kriege ich Splitter? Oder bezog sich das nur auf die Uniques, die vom Boss gedroppt werden? Auf die vom Boss, glaube ich. Ich weiß nicht. Okay. Was hast du für eine Unique? Ich verkaufe jetzt gerade Crap, der unterwegs gedroppt ist. Im Breach. Also das muss halt schon ein Breach-eigen sein. Ja, okay. Dann nicht so. Also da steht dann auch immer irgendwie von wegen Surf und so dran. Ach so, ja, nee. Es gibt halt besondere Breaches in der RC, auf jeden Fall. Können auch auf dem Weg her. Nee, da ist leider nichts mit bei. Schade eigentlich. Ach shit, warum habe ich das Amulett? Nee. Wollte das nicht identifizieren. So, dann können wir jetzt theoretisch noch die Lighthouse-Map machen. Die fehlte Pira ja noch. Und dann würde ich dann auch fast schon Feierabend machen. Es sei denn, wir haben dann gerade noch irgendeine Map, die... Okay, wir machen offenbar erst die Spider-Lair. Auch das. Offenkundig. Komm dann sofort. Ah, nee, passt schon. Wenn, dann machen wir die auch zusammen. Tim da. Wer noch? Wollte ich hier mit dem Abyss? Wollte ich das nicht machen? Ich dachte, wir warten auf dich, aber offenbar machen wir es nicht. Keine Ahnung. Ja, weil ihr seid schon dran vorbeigerannt. Ja, in der Tat. Offenkundig. Die Essenzen kann man mal mitnehmen. Ja, die haben sich ja jetzt nicht wirklich gewehrt. Nicht so wirklich. What? Okay. Da wurdest du gerade ein bisschen zerrissen. In der Tat. Hast du diese Season schon einen Ring gesehen in Unique? Also dieses Event? So grundsätzlich meinst du? Ja, was du halt auch nehmen konntest quasi. Weil ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob beim Zusammenspielen, aber grundsätzlich ja. Ist ja, glaube ich, überhaupt kein Glück. Ja, okay. Tot. Irgendwas zerrissen. Ich war halt auch irgendwie instant tot. Keine Ahnung. Warte, was ist denn hier auf der Map? Ja, Crit Damage, ne? Ja, okay. Kann sein. Oh, jetzt hab ich gerade den Biss getiggert. Na, passiert. Muss ich da jetzt durch? Uah. Brauchst du Hilfe? Also wenn wir zurückkommen oder passt es? Ich weiß noch nicht. Ich glaube, das geht. Wenn ich sterbe, werde ich heulen. Dann merken. Da
Aber rein prinzipiell ist das auf jeden Fall machbar. Also rein von der Theorie, wenn der Winkel auf der linken Seite mit der Innenwinkelsumme des Kreises... äquivalent dazu im Kreis springt, dann ja. Mit sowas keine Portale mehr, ich habe alle gewastet. Okay. Sterben liegt mir, sehr gut. Also, zänkigste Bild ist das ja auf jeden Fall nicht. Aber dabei hast du doch jetzt Warpact. Okay, ich habe auch noch keine Leben so. Keine Ahnung, ich glaube, man kommt schon so auf die 12.000 Energieschild. Allerdings habe ich halt nur 3. Fast 4. Ja, okay. Ist halt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das Bild wäre schon komplett zu 100% gemaxt. Hm. Ja, ich würde mich auch noch deutlich wohler fühlen, wenn ich das Overlap fertig hätte und einfach permanent Fortify hätte. Na. Aber das. Ich würde halt im Überlap jetzt noch irgendwie 4 oder 5 Skillpunkte kriegen. Ich habe bislang ein Trial dafür gesehen. Tot. Jetzt kann ich hier liegen bleiben. Schaffst du das alleine? Ich weiß nicht. Die machen auf jeden Fall gute Stimmung. Was Totems, das geht schon. Ja, ich denke auch. Ich halt nur nicht so mitten in die Party stellen, dann wird das schon gehen. Nee, Bleeding war das glaube ich nicht. Ich glaube, die haben einfach absurden Crit-Schaden gemacht. Ja, Kritten. Und das können wir hier einfach noch nicht sustain. Mit dem, was wir hier haben. Ich weiß nicht, wie viel Leben Hanna hat, beziehungsweise wie tank sie ist. Aber ich habe auch keinen Dings da drin, da bin ich ja auch selber schuld. Kein Immortal Call. Hm. Müsste ich eigentlich sogar haben, wenn ich nicht verpeilt habe, was mich heute nicht wundern würde. Aber eigentlich war ich denn mein Custom Damage Taken Setup. Doch, habe ich total. Ja, aber hat mich vorhin halt auch nicht gerettet. Wenn du halt instant tot bist, bist du halt tot, dann hilft die Immortal Call halt auch nichts. Ja, doch. Im Moment, wo das bockt, kriegst du weniger Schaden. Naja, aber wenn du halt sofort mit einem Hit tot bist, ist es halt egal, ob es dann bockt, weil du dann halt schon tot bist. Doch. Es kann, wenn er dich quasi one-shottet, dich retten. Echt? Okay. Weil du in dem Moment einfach kein Damage mehr kriegen kannst. Oh, zumindest okay. Vom Physical. Mein Elementarschaden sieht anders aus, aber beim Physical rettest du dich auf 100%. Okay. Sonst wäre Immortal Call auch komplett scheiße, wenn es nur für den nächsten Treffer gehen würde. Weil du einfach in der Zeit, wo das einfach bockt. Ja, stimmt, das hält ja auch nicht wahnsinnig lange, stimmt schon. Okay, Boss ist, wenn ich nichts Dummes anstelle, gleich down. Jawohl. Ja, dann haben wir wenigstens 10%. So, dann das ist sogar gecarried. Dann schmeiß doch nochmal die Lighthouse-Map rein. Ich hab's den nicht gerade schon mitgenommen. Ja, na egal. Was hat die denn für lustige Mods? Oh Gott. Increased Damage, Life. Ja, Frenzy Charge. Okay, das sieht relativ übersichtlich aus.
Ja, ist sowieso nur eine blaue. Oder? Nee, ist eine Rare. Stimmt, wie du sagst. Die ist halt... War die eben auch schon Rare? Keine Ahnung. Nee, aber die ist auf jeden Fall Rare gedroppt bei Asiri. Deswegen. Ach so. Warum schmeißen wir die dann nicht unidentifiziert? Das musst du nicht mich fragen. Achso. Das würde ich euch immer raten, einfach unidentifiziert schmeißen. Außer ihr habt irgendwie komplette Probleme mit Alien-Reflex oder so, dann ist das halt so ein bisschen... Und im Prinzip macht das auch einfach Sinn, die dann, wenn du alles laufen kannst, immer... Ja, gut, klar. Dann auf jeden Fall. Und ich glaube, wir können hier alles laufen. Was ist das? Lighthouse ist T4, ne? Zumindest nicht sonderlich. Ja. Oh, Challenge complete. Irgendein Encounter. Gut, machen wir fix Tora. Tora, The Anal Explorer. Bitte. Nur weil hier eine riesige, große Öffnung im Boden ist, die schlecht riecht. Genau deswegen. Und das ist natürlich eine kleine Verarschung zu Dora, für Explorer. Ja gut, das ist klar. Das spielt da doch irgendwie mit rein. Sonst wäre das auch nicht lustig. Aber so... Oder sterbe ich, oder? Alter, nee, ich lebe. Nee, ich sterbe doch. Okay, wo warst du denn? Ich stand neben der Piranuskiste. Okay. Shit, ja, shit. Hier müsste doch irgendwo der Boss sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Hier links, glaube ich. Da unten ist auf jeden Fall Kadiro. Ja, dann lass uns erstmal von dem fetten Scam. Falls ein Exaltern bietet, ist es meiner. Wobei, nee, ich spiele eh nicht mehr genug. Und... nee. Was hat er? Einen unidentifizierten Unset Ring für 65, das geht halt noch. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt... ist halt eher Bullshit. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding am Ende einen halben Chaos wert ist, ist eher nicht so gegeben. Ah, hier sind die Bosse. Davon ist auf jeden Fall noch eine Strongbox. Wow. Hallo. Das war's ja quasi schon. Ja, lass die Strongbox nochmal mitnehmen. Ja, können wir machen. Wir können sowieso klären von mir aus. Tot. Nein. Achso, doch, du. Ich war tot. Ja. Ich hab's gerade so überlebt. Ja. Aber das hat alles geplatzt und alles in meine Richtung geflogen irgendwie. Chaos-Opfer war für mich, hab ich genau gesehen. Nee, ich brauche ihn nicht. Wirklich. Ja, auch nicht. Hanna kann ihn mitnehmen. Ja.
Okay. Warum? So, okay. Auf der Map ist Leap Slam echt schon ganz angenehm. Kann man nicht anders sagen. Das stimmt. Ja, ja. Ja, die 3000 Münzen hätte ich gut gebraucht. Ich glaube, die 3000 Piranus-Münzen habe ich fast zusammen gehabt. Dann hatte ich ja den glorreichen Moment, wo ich 1000 vertradet habe und dann kurz darauf für 914 den Exalt angeboten bekommen habe. Nö, halt nicht kaufen, das ist schade eigentlich. Ja, richtig, weil ich dann halt nur noch so 400 über hatte. Ja, ich glaube, wir sind hier so ziemlich durch, oder? Hier ist bei mir noch ein bisschen was nicht geklärt, aber da wart ihr offenbar. So, Hanna, von mir aus kannst du noch ein paar Kadiro-Coins von mir haben. So ein paar habe ich noch. Das Problem war, dass ich, also zum einen habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gestreamt, weil es mit einem anderen Char war, und zum anderen war es eh im Lab. Also ich wäre halt eh nicht rausgekommen. Das war also, ja, okay. Ich auch noch gut dafür was. Bitte. Da müsstest du, glaube ich, so 20 Chaos oder so für kriegen. Für 1500. Wollen wir noch eine Map machen? Sonst würde man ich kann sagen, nie genug Chaos haben. Feierabend. Von mir aus. Ja, aber damit kannst du auch ein bisschen was kaufen. Ich meine, da wird ja wohl noch was drin sein, oder? In deinem Equipment. Also eine Map können wir noch machen. Ja, dann schmeiß noch mal eine rein und danach bin ich raus für heute, glaube ich. Ja. Besten irgendwas Schönes. Wo habe ich für Wortungsgrad und über? Mace ist zwar nicht so schön, aber... kann ich nicht alles haben. Bin ich froh, wenn diese Beast-Mobs weg sind, ey. Ja. Nächste Season wird ja wieder gut. Ja, hoffentlich. Hast du es dir nicht angeschaut? Doch, doch. Aber... es sah schon sehr, sehr schnieke aus. Die Idee dahinter finde ich schon sehr, sehr gut. Ich meine, die Bestial League sah auf den ersten Blick auch nicht verkehrt aus. Doch, ich habe das sofort gecallt. Ach so. Ja. Mit meinen geübten Augen kann ich schon sagen, dass das nicht ganz so Bullshit wird. Vor allem die Idee, dass... vor allem, ich hätte es nur andersrum irgendwie geiler gefunden. Dass du immer weiter in der Zeit zurückreisen könntest, um dann noch prächtigere Schätze von der Zeit zu bekommen quasi.
das wäre halt noch cooler gewesen, aber so. Ah, scheint ganz nett zu sein. Erst mal gucken, wie es sich spielt, aber so von der Grundidee her ist, glaube ich, nicht verkehrt. Hier vorne ist noch ein Splinter. Ja, stimmt. Ich finde es halt cool, du machst halt diese Dinger, öffnest Tore, alles. Und dann kannst du am Ende alles, was du geöffnet hast, einfach quasi nochmal spielen. Ja. Weil ich mich frage, von wem immer das getriggert wird, ob der denn die Map aufmacht, oder? Ja, genau, dieser ganze Pyramidenkram ist die nächste League. Also, oh Gott, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Boah, keine Ahnung. Ich habe mir den auch, glaube ich, nicht gemerkt. Also, null. Habe ich gar nicht erst so. Also, sobald ich ihn lese, weiß ich es halt wieder. Aber gerade. Ach, genau, Incursion. Dankeschön. Incursion ist dein Eigenname oder was bedeutet genau? Gibt's quasi auch als Wort, weil ich, warte mal, ich habe dabei immer Rekursion im Kopf statt Inkursion, was leider was anderes ist. Incursion heißt grob übersetzt quasi Einfall, aber im Sinne von irgendwo einfallen. Ach so. Also im Sinne von eher von Überfall als Einfall. Ja, genau. Beziehungsweise eher im Sinne von Einbruch. Na gut. Ach so, ja. Okay, was ja auch Sinn macht, weil man ja quasi in den Tempel einbricht, irgendwie vielleicht. Ja, quasi die Decke geht auf, man ist auch einmal drin. Naja, aber du brichst halt aus einer anderen Zeit quasi da rein. Okay, so kann man es auch sehen. Macht Sinn. Und das nächste Breach. Ah, und direkt neben dem Boss. Ja, lass das mit dem Boss machen. Ich wollte eigentlich gerade triggern. Hast du mich gerade ein bisschen aufgehalten? Ach so. Das ist lustig gefunden. Ich dachte, wir machen erstmal Schattenklaus platt und machen dann das Breach in Ruhe. So. Schattenklaus also. Keine Ahnung. War halt Shadow of irgendwas. Finde ich schon gut. Guter Name. Da du dir normalerweise nur Namen von Staubsaugern ausdenkst, ist mal was anderes. Hey, Im Prinzip sieht er ja auch aus wie ein Staubsauger. Schon ein bisschen. Mit drei dicken Rüsseln. Nein, aber ich muss die Dinger ja nur verkaufen. Ich muss sie ja nicht in dem Sinne entwickeln oder den Namen geben. Gott, ich sehe halt legit nichts mehr. Ne? Ich caste jetzt irgendwo in Totems und sterbe. Ja. Soll ich Portal machen? Ein Portal hier. Dankeschön. War ich noch gerade so schnell genug? Ja, gut. War ein bisschen was schon gedroppt, also da war auch ein bisschen Gegner. Ja, ein bisschen. Ich hätte auch einfach mal Loot ausstellen können zu dem Zeitpunkt, dann hätte ich vielleicht auch wieder was gesehen, aber wird auch vollkommen überbewertet. Hast du keinen guten Loot-Filter, oder? Doch, aber ich muss den, glaube ich, auch nochmal anders einstellen. Ja. Aber schon allein, was hier halt alles an Currency rumliegt, ist halt so... Ich glaube, ich müsste den einfach mal ein bisschen strikter einstellen. Ja. Stimmt, eigentlich ist es schon ein Loot-Flashbang. Ich bin ja eigentlich einfach nur viel Loot gewöhnt. Ja. So. Ich glaube, dann mache ich für heute auch schon wieder Feierabend. War ja auch immerhin mal 2 Stunden. Alles klar, dann. Wie sieht's bei euch nächsten Sonntag aus? Gegen Abend irgendwann?
Also so wie heute ungefähr? Sonntag. Ist der 25. Nee. 27. ist das. Das Ding ist, wenn ich da bin, dann eher besoffen. Okay. Aber ich werde sehen. Also nächste Woche ist auf jeden Fall ein dick Wochenende Party und zwar mehr als ein bisschen. Okay. Ich werde sehen. Kann ich dir dann Sonntag sagen? Ja, kannst ja einfach im Discord schreiben, ob du zurechnungsfähig bist oder nicht. Ja, wenn nicht, solange ich da bin, kann ich halt da sein, aber bin jetzt besoffen, auch kein schlimmer Mensch. Das sagst du jetzt. Das können wir aber noch nicht beurteilen. Ich bin besoffen, legit vernünftiger als sonst. Okay. Zumindest teilweise. Das klingt relativ langweilig. Ja, das ist schon sehr langweilig. Ja, dann. Gut, ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal einen schönen Abend und keine Ahnung, wir können ja mit den anderen auch nochmal abklären, ob es dann irgendwie terminmäßig überhaupt Sinn ergibt. Schauen wir mal. Ja, von mir aus können wir auch noch zu dritt, also. Von mir aus auch sogar zu zweit, also. Ja. Ist halt egal. Alles klar, schauen wir mal. Gut, dann erstmal schönen Abend noch. Tschüss.